Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Können wir die Welt verstehen, tief in der Kosmologie und damit zwangsläufig in der Expansion des Raumes dieses Universums angekommen? Da strampeln wir um Erkenntnisgewinn und hatten auch schon die Vorzüge dargestellt in einem eigenen Beitrag dieses Modells. Die Beobachtungen, die zwangsläufig so drängend diesen Urknall beispielsweise fordern. Auf der anderen Seite aber auch die Probleme, die mit dem Modell einhergehen. Wir haben insbesondere das Horizontproblem kennengelernt. Wir haben auch die Dichtefluktuationen gesehen. Die sind auch noch skalenabhängig. Alles ganz hässliche Geschichten. Und heute wird es nicht weniger dramatisch. Heute möchte ich Ihnen zwei weitere Probleme vorstellen. Eines davon sehr detailliert, nämlich das Flachheitsproblem. Diese bizarre Anfangskonstellation, die dazu führt, dass dann heute die Beobachtungen tatsächlich eine kritische Dichte ganz nah an dem tatsächlich gemessenen Wert unserer Dichte im Universum festlegt. Also wir weichen ja nur mit 1% ab von der kritischen Dichte. Das werde ich Ihnen gleich im Detail zeigen, führt zu diesem sogenannten Flachheitsproblem. Und auch die magnetischen Monopole sind so eine Frage. Da wollte ich jetzt kein großes Fass aufmachen, aber ansprechen müssen wir es doch. Wenn wir die ketzerische Frage aufwerfen, können wir die Welt verstehen, dürfen wir nichts direkt hinten runterfallen lassen. Ich wollte Ihnen zumindest mal das Problem skizzieren. Also, viel zu tun. Legen wir los. Was ist denn jetzt konkret das Problem mit einem flachen Universum? Ist doch okay. Also, wir schauen nach draußen, wir messen eine Dichte, setzen das ins Verhältnis zur kritischen Dichte und dann kriegen wir halt 1,01. Okay, fast eine perfekt kritische Dichte, bis auf 1% Abweichung. Ne? Lässt sich doch gut leben damit. Vielleicht denken Sie sich, es passt doch alles. Ja, um das Problem der Theoretiker zu verstehen, müssen wir uns nochmal kurz die Friedmann-Gleichung anschauen. Wir hatten auf der linken Seite das Quadrat der Hubble-Konstante. Da hatten wir hier ein h². Und auf der rechten Seite, da war dieser Term mit 8pi g Drittel und die Dichte. Und dann hatten wir noch so einen konstanten Term mit Krümmung und kosmologischen Konstanten. Da war noch alles möglich los. Also insbesondere hatten wir einen konstanten Term. Da war noch a² im Nenner. Und das kann ich jetzt hier nach links schaufeln. Wenn ich das Ist-Gleichzeichen hier ersetze, muss ich hier ein Minuszeichen machen. Auf der linken Seite können wir jetzt einfach mal ein h² ausklammern. Kriegen wir also ein 1 minus 8πg Drittel Rho mal 1 durch h. Dieses 8πg Drittel ist immer ein bisschen sperrig und wir wollen ja auch die kritische Dichte jetzt mal ins Spiel bringen. Es geht ja um die Flachheit des Universums. Also überlegen wir uns nochmal kurz, wie war diese Definition? Ah, die kritische Dichte hatten wir mit 3h² durch 8πg. Hier machen wir auch noch ein Quadrat. Dann stimmt es wieder. Und jetzt können wir versuchen, dieses 8pi Drittel hier irgendwie loszuwerden über dieses hier hinten. Wir brauchen eigentlich nur das h² hier einzusetzen. Wir kriegen also hier für das h² diesen Ausdruck, Rho c, mal 8πg Drittel. Und das Ganze ist hier im Nenner, also kürzt sich freundlicherweise hier mit diesem Ding weg. Und alles, was uns dann hier bleibt, ist ein Rho durch Rho C. Wunderbar. Das hatten wir mal Omega genannt. Das hat ja eigentlich die Flachheit gekennzeichnet im Universum. So, mit diesem Omega kommen wir also auf diesen Ausdruck. h² mal 1 minus Omega ist gleich. Und jetzt kommt diese rechte Seite.
mache diese Zwischenrechnung hier mal wieder weg. Und da hatten wir jetzt einfach eine Konstante durch a Quadrat. Und jetzt erinnern wir uns dran, was ist denn h Quadrat? Hubble-Konstante war a Punkt durch a, also haben wir hier a Punkt Quadrat durch a Quadrat. Wenn wir das hier runterziehen, geht das a Quadrat weg und wir kriegen hier ein a Punkt Quadrat. Das war's im Endeffekt. Das heißt also, das Verhältnis unserer Dichte zur kritischen Dichte, das haben wir Omega genannt, ist hier, das ist der Unterschied zur 1, ist hier davon abhängig, oben ist alles konstant, von einem A-Punkt-Quadrat im Nenner. Das heißt, wenn sich der Skalenfaktor schnell ändert, dann wird dieser Ausdruck hier, dieser Nenner, sehr groß. Dann wird der Gesamtausdruck sehr klein. Dann wird also die Abweichung von der Dichte zur kritischen Dichte sehr, sehr nah bei 1 sein. Also die Abweichung von der 1 wird beliebig klein werden. Linke Seite muss klein sein, wenn die rechte Seite klein ist. Es gibt also in diesem Universum einen Zusammenhang zwischen dem anwachsenden Skalenfaktor und der Flachheit. Und da liegt das Problem begründet. Wenn Sie nämlich heute sehr flach sind, nachdem das Universum ja schon einiges am Buckel hat, einiges hinter sich hat, hier schon einiges auch an veränderlichem Skalenfaktor, hier gibt es einfach eine Zunahme, dann ist es noch wichtiger, dass Sie in der Frühphase des Universums noch viel flacher sind. Das ist das Problem. Heute flach zu sein bedingt, dass in der Frühphase des Universums es noch viel flacher ist. Und der Effekt ist enorm. Also wenn ich jetzt hier diese 1,01 nehme, diesen heutigen Wert, und würde den einfach mal bei einer Sekunde nach dem Urknall ansetzen, würde einfach mal sagen, ja, lass uns so tun, als wäre das Universum nach einer Sekunde, da geht es vielleicht gerade mal so los mit diesen Überlegungen zur primordialen Nukleosynthese, über die wir schon gesprochen hatten. Das ist ja so das frühestmögliche Datum, das wir noch festklopfen können mit Beobachtungen, mit unserem Verständnis dieser Welt. Ja. Wie wird sich denn dann weiterentwickeln? Dann hätten wir schon nach einer Minute, hätten wir schon die 2 vom Komma hier. Und innerhalb kürzester Zeit würde das nach oben wegrauschen. Das heißt, als Konsequenz des Universums, wenn die kritische Dichte hier im Nenner bleibt und die tatsächliche Dichte sich also im Universum so schnell verändert, dann gibt es einen Crunch. Also alles knirscht in sich wieder zusammen. Also wir hätten ein Universum in dieser Form. Zack. Ein ziemlich langweiliges Universum. Damit man also einen Zusammenhang bekommt, der dazu führt, dass wir heute 1,01 haben können, müsste man zu dieser Frühphase bei einer Sekunde schon auf 10 hoch minus 16 gehen in der Abweichung. Also hier müsste das Verhältnis von Dichte zur kritischen Dichte schon 1,00001 sein. Damit diese Abweichung hier in der Größenordnung 10 hoch minus 16, 10 hoch minus 17, je nachdem wie genau Sie, in welche Szenarien Sie rechnen, dann dazu führt, dass es heute, ob schon dieser Zahl hier im Nenner, dann zu 1,01 kommt. Genau das ist im Endeffekt das Problem, diese Feinabstimmung. Man kann ja Anfangswerte wählen. Okay, ist ja erstmal frei. Randbedingungen, Anfangswerte, all diese Dinge. Aber wenn die natürlich
beliebig exotisch werden, ja, dann schreit es nach einer Begründung. Und wenn Sie jetzt die 1 hätten, ja gut, wenn also Omega 1 wäre, dann haben Sie hier links die 0. Ja, dann muss es auch rechts 0 sein, das heißt, diese Konstante muss 0 sein. Dann haben Sie zu jeder Zeit ein Universum mit Omega gleich 1. Das heißt, egal was ansonsten passiert, die 0 drückt Ihnen alles weg, dann bleibt es bei der 1. Einmal, wenn Sie mit Omega gleich 1 starten, bleibt es bei Omega gleich 1, Punkt. Nur wir haben kein Omega gleich 1. Wir haben ein Omega, das nach einer Sekunde 1,0001 ist. Also was ist da los? Und es wird ja immer schlimmer, je weiter Sie an den Urknall hinanrücken. Bei einer Sekunde haben Sie das Problem mit 10 hoch minus 16, wenn Sie auf die Planck-Zeit ranrücken. Das ist ja so die kleinste plausible Zeit, diese 10 hoch minus 44 Sekunden. Ja, dann haben Sie hier schon eine Feinabstimmung. Ich will es Ihnen gar nicht sagen, sonst schlafen Sie nicht ruhig. Also da müssen Sie an der 50. Nachkommastelle da irgendwo drehen. Das ist, wie wollen Sie das jemand erklären? Dass es damit starten muss und nicht mit der 1 oder nicht mit irgendeinem anderen Wert. Und nur wenn Sie damit starten, kommen Sie heute auf das, was wir beobachten, auf diese 1,01. Und das ist das Flachheitsproblem. Die Tatsache, dass wir eine Beziehung haben zwischen Omega und dem Skalenfaktor, die dazu führt, dass sich jedes Omega tendenziell wegbewegen wird von der 1. Also wenn Sie mit 1,1 starten, dann gehen Sie sehr schnell nach oben weg. Wenn Sie mit 0,9 starten, gehen Sie sehr schnell nach unten weg. Nur die 1 bleibt die 1. Und wenn Sie mit 1,01 heute zu landen kommen, dann müssen Sie ganz, 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 ganz dicht dran gestartet sein. Wenn jemand jetzt noch interessiert ist daran, wie die Konstante konkret aussieht, okay, das ist kein Hexenwerk. Wir können dieses A-Quadrat hier beispielsweise von Anfang an mit hier rübernehmen. Dann haben wir hier eine Konstante. Ja, und wenn es konstant ist für ein beliebiges H und eine beliebige Dichte und diese Konstanten hier, dann ist es erst recht gültig für das heutige H und die heutige Dichte. Dann kommen Sie auf das heutige Omega. Und das heutige A, den heutigen Skalenfaktor, haben Sie als 1 definiert. Und dann steht hier nichts anderes, statt dieser Konstante, kriegen Sie einen Ausdruck H0 mal 1 minus Omega heute. Das ist also diese Konstante. Hier fehlt noch ein Quadrat. Das war's. Für unsere Zwecke, es ist aber ausreichend, hier eine Konstante zu sehen, weil diese Beziehung, die ist jetzt Fluch und Segen zugleich. Das ist das Problem und die Lösung. Weil 1 minus Omega ist eine Konstante durch A Punkt Quadrat. Bedeutet, wenn wir A Punkt Quadrat groß genug nehmen, der Nenner hier beliebig groß wird, erzwingen wir ein flaches Universum in der Frühphase. Oder wann auch immer wir das gelten lassen. Wenn wir also in der Frühphase einen Mechanismus hätten, der hier richtig Gas gibt, der Bang des Big Bangs, dann wäre es auch wieder erklärbar, dann wäre es auch wieder salonfähig zu sagen, ja, wir sind hier irgendwo gestartet, aber der Bang hat dann die Flachheit des Universums hingebügelt auf fast 1. Ein bisschen ist halt übrig geblieben, weil dann das Gaspedal irgendwann mal locker gelassen hat. Merken Sie das? Das ist
die Lösung dieses Problems, vorausgesetzt, wir finden etwas, was hier richtig Gas gibt, am besten exponentiell. Und das wird uns zu einer Idee bringen, die man inflationäre Phase nennt. Ein exponentielles Anwachsen des Skalenfaktors. Damit können wir dieses Problem aushebeln. Und weitere dazu. Es ist ja nicht nur so, dass hier diese Flachheit ein Problem macht, sondern die Theorie, das ist immer das Problem. Je besser die Theorie, umso mehr Prognosen bringt sie hervor, umso mehr müssen sie in Einklang bringen mit ihren Beobachtungen. Und eine große Prognose dieser vereinheitlichten Theorien für die Frühphase des Universums wäre, dass es nicht nur Ladungsträger gibt für elektrische Ladung, sondern auch für Magnetismus. Magnetische Monopole. Und da wird es richtig hässlich. Weil wir können aufgrund dieser Prognosen und dieser guten Theorie, die wir haben in diesen vereinheitlichten Theorien, auch ziemlich genau sagen, welchen Energiegehalt sie haben sollten. Nicht nur, dass es die geben müsste, sondern die sollten auch in der Größenordnung von, naja, wenn wir denen eine Masse zuordnen würden, dann hätten die so 10 hoch 16 Protonenmassen ungefähr. Brutale Brummer. Und da sollte es durchaus so ab und an mal einen geben, also so einen pro Kubikmeter. Hört sich noch wenig an, aber bei dem Energiegehalt, das müssten wir schon merken. Und die sehen wir halt nicht. Die sehen wir weit und breit nicht. Aber wenn es einen Mechanismus gäbe in dieser Frühphase, der exponentiell alles auseinandertreibt, dann könnte er zwangsläufig die Anwesenheit dieser Monopole so extrem verdünnen, um viele Größenordnungen, dass es nicht verwunderlich ist, warum wir sie nicht finden. Also von hinten durch die Brust ins Auge. Okay, bisher wurden keine magnetischen Monopole gefunden. Es gibt immer wieder mal so experimentelle Anordnungen mit Quasi-Teilchen. Das sollten ja keine Elementarteilchen sein, aber es wäre möglich, sie als Quasi-Teilchen in die Theorie einzupflegen. Und tatsächlich, das kennt man ja aus der Festkörperphysik, wenn man einfach nur mal irgendwas anordnet, also Sie haben hier irgendwelche Bestandteile, irgendwelche Stabmagneten. Und da haben Sie immer Süd und Nord. Und Sie drehen einen dieser Bestandteile. Wenn Sie jetzt hier eine Reihe von Stabmagneten machen, eben einen dieser Stabmagnete, oder wenn Sie sich das vorstellen als irgendwelche gebundenen Gitterbestandteile dann in Ihrem Festkörper, also Sie nehmen hier einmal N und einmal S hier, dann haben Sie natürlich jetzt hier eine Anordnung von irgendwas. Und je nachdem, wie Sie jetzt sich hier drehen, also Sie können jetzt der Reihe nach hier flippen. Also den hatten wir zuerst gedreht. Und dann drehen Sie die Reihe noch durch. Dann würde dieser NN hier wandern. Also wenn ich hier wieder drehe, dann hätte ich also beim nächsten Mal das S wieder links und das N wieder rechts. Und dafür wäre es hier anders. Dann sieht es also wieder so aus. Zurückgeflippt, aber jetzt haben wir hier das N. Dann würde das Teil also hier rüber gehen. Und so würde das sich bewegen. Immer dann, wenn Sie hier unten drehen. Dann hätten Sie ein Quasi-Teilchen. Irgendwas, was sich hier bewegt auf Ihrem Gitter. Weil das Ganze können Sie natürlich jetzt in der Ebene machen, in einer weiteren Dimension. Oder auf Ihrer Oberfläche Ihres Festkörpers oder was auch immer. Oder sogar in drei Dimensionen. Da gibt es Spin-Eyes beispielsweise. Da können Sie so Spin-Eigenschaften, irgendwas flippt hier, das können Sie sogar dreidimensional modellieren. Also da gibt es alle möglichen Ansätze. Das funktioniert auch wunderbar, nur in der Realität, da zeigt sich es nicht. Das ist das Los der Theoretiker. Es gibt ja tolle Modelle, wie Sie solche magnetischen Ladungen hier
transportieren könnten in einer Ebene, auch in einem dreidimensionalen Gebilde. Aber da draußen hat es sich halt nie gezeigt. Das ist auch der Grund, warum die Maxwell-Gleichungen nicht symmetrisch sind. Wir haben ja immer sowas wie Divergenz B ist 0 zum Beispiel. Das heißt, es gibt keine magnetischen Monopole. Es gibt also, wenn Sie das Volumen beliebig klein zusammenschnarchen, dann dürfen irgendwie keine Feldlinien da rausgehen. Es sind immer geschlossene Linien. Und ja, bei dem elektrischen Anteil, also Divergenz E ist eben nicht 0 im Allgemeinen. Da sehen Sie, das ist nicht symmetrisch. Auch das ist ein Grund, warum das natürlich sehr schön wäre mit diesen magnetischen Monopolen. Wir finden es ja halt nicht. Das ist immer das alte Problem mit diesen schönen Symmetrien. Das kennen wir von der Supersymmetrie ja schon. Die Beobachtungen sprechen eine andere Sprache und die Natur, so ist es halt mal, hat am Ende immer recht. Hier können wir allerdings anführen, diese extremen Massen, 10 hoch 16 Protonenmassen, die hätten wir natürlich nie irgendwo in einem Beschleuniger oder sowas gefunden. Das ist auch klar. Die sind zu weit weg auf dieser Energieskala. Also Sie merken schon, es gibt eine ganze Reihe von Problemen in dieser Urknallhypothese. Ich hatte Ihnen exemplarisch 4 davon vorgestellt, das Horizontproblem, dann diese Dichtefluktuationen, die dann trotzdem vorhanden sind, die dann auch noch von der Skala abhängen, mit der man sie betrachtet, hatten wir im letzten Video gemacht. Dann heute das Flachheitsproblem. Wie kann es sein, dass man mit so bizarren Anfangsbedingungen starten muss, um da zu landen, wo wir heute die Beobachtungen haben? Und wo bitteschön sind denn die magnetischen Monopole, wenn das alles passen soll mit der Theorie? Das alles lässt sich halt auflösen mit dem großen Wurf. Das ist so die Flucht nach vorne jetzt, der Theoretiker. Na gut, dann lass uns hier in der Frühphase ein exponentiell anwachsendes Universum basteln. Dann würden wir all diese Probleme befrieden. Dann wäre es zwangsläufig sogar, so wie wir gesehen haben, dann muss es ja zu so einem annähernd flachen Universum kommen. Also, diese Geschichte heißt kosmische Inflation und das werden wir im nächsten Video detailliert machen. Wahrscheinlich wird es sogar mehrere Videos brauchen, denn da gibt es einiges dazu zu erzählen. Ich freue mich schon drauf. Ganz anders die Inflation, die man im Alltag jetzt so mitbekommt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Irgendwie wird alles teurer. Ein Großteil gibt es plötzlich gar nicht mehr. Alles hat irgendwie Wartezeit jetzt plötzlich und das, was du nur kriegst, das ist jetzt richtig teuer geworden, ist aber jetzt eine andere Inflation, nicht die kosmologische Inflation. Lokal betrachtet als Lebensform auf diesem Planeten, da kann natürlich diese Inflation deutlich unangenehmer sein. Aber trösten wir uns mit den Erkenntnissen aus der kosmologischen Inflation. Jede Form der Inflation findet irgendwann offensichtlich ihr Ende.